Hallo allerseits, ich kann mir vorstellen, ihr guckt wie gebannt oder gespannt zumindest mal auf die Indizes. Wie ist denn die Lage da aktuell? Das wollten wir uns mal oder sollten wir uns mal angucken. Und dann habe ich dazu noch mal eine Idee, die wir vielleicht normalerweise gar nicht so auf dem Blickfeld oder im Blickfeld haben. So, fangen wir mal an mit dem DAX zuerst mal, um zu sehen, wie es da aussieht. Wir hatten ja über die übergeordnete Situation hinlänglich gesprochen, dass wir hier eigentlich so einen Rücksetzer gar nicht so untypisch finden, ob das jetzt quasi ab sofort schon passiert oder noch mal noch ein bisschen höher, aber irgendwann wird das kommen müssen. Und es ist aus meiner Sicht gar nicht so untypisch, dass das vielleicht sogar relativ bald hier kommt. Also Schub nach unten, wackelig nach oben wäre das Thema, was wir dann hier hätten. Und tatsächlich, was wir hier bisher hatten, das deutet sich beim DAX-Index wohlgemerkt durchaus in diese Richtung mal an. Das ist allerdings hier jetzt noch überhaupt kein Versprechen, denn hier ist überhaupt keine Schwäche jetzt zu sehen. Das mag sich allerdings ändern, wenn der Kurs tatsächlich mal ein bisschen wieder runterkäme, nämlich hier das Zwischentief bei ungefähr 12.500 und ein paar zerquetschte hier, wenn er das, dass wir am 6. August, 7. August, wenn wir diese Zwischentiefs hier nach unten durchstoßen, dann hätten wir eigentlich genau die Situation hier mit Erwartungshaltung, dass das noch weiter nach unten geht und damit dann durchaus nicht abwegig, dass wir diese alten Zwischenniveaus und die 38er Marke hier, das klassische Retracement-Bild, dass wir diese Karte dann spielen. Das ist nicht sehr, sehr unrealistisch, dass das passiert. Jetzt habe ich ja mittwochs immer meinen Interviewtermin mit Shimizu-san aus dem japanischen Fernsehen. Corona-bedingt musste das ganze Programm, um Redundanzen zu schaffen und was weiß ich, umgeschmissen werden. Ich bin also aktuell immer Dienstag da auf dem Schirm, wobei das gelogen ist, natürlich nur per Zuschaltung, denn ich bin ja im Moment immer noch in Frankfurt verhaftet. Also insofern darf ich nicht nach Japan rein. Corona lässt grüßen. Die Einreisebedingungen sind da sehr restriktiv aktuell und wir müssen das Ganze per Telefon machen. Aber er sagte, Mensch, wir haben doch jetzt so einen US-Dollar-Index mit so viel Schwäche. Der US-Dollar ist doch im Moment derart schwach. Wir haben das am Goldkurs gesehen. Wir sehen das an Euro gegen US-Dollar beispielsweise, auch an anderen Währungspaaren, US-Dollar-Yen und so weiter. Ist das nicht die Gefahr oder die Chance, dass jetzt eben andere Märkte dort die treibende Kraft werden, sprich die Amerikaner mehr und mehr Interesse am heimischen Markt verlieren und dann wechseln in andere Indizes, zum Beispiel in den Nikkei aus Tokio oder eben aber auch in den DAX. Den DAX würde ich dafür grundsätzlich für geeignet halten. Wir hatten das nämlich schon ein paar Mal auch in der Historie, wo der DAX wirklich die führende Kraft war, die den Markt bewegt hat. Das glaubt man immer nicht. Man sagt, ja, der DAX ist doch nur ein Nachläufer Amerikas. Nein, das stimmt nicht. Zugegeben, es ist ein Nachläufer der amerikanischen Investoren damals gewesen, aber er war der Richtungsvorgeber, weil die Amerikaner sich mehr auf den deutschen Markt in der Zeit dann eben versteift hatten. Also, das wäre ja wieder eine Möglichkeit, dass das jetzt passiert. Und die Frage, ist das sehr realistisch? Aus meiner Sicht ist das bei den aktuellen Bedingungen nicht wirklich der Fall, denn die Marktteilnehmer aktuell haben sich ja hier noch nicht so wirklich committed auf, ja, jetzt wollen wir hier irgendwie was. Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht irgendwie ein gesundes Verhältnis dafür, dass der Markt noch weiter steigt. Ja, auch hier kann der Markt noch mal nach oben kommen, aber es ist sicherlich nicht der Burner. Markt, so wie es hier aktuell aussieht, es wäre nicht das klassische Bild. Es muss nicht immer klassisch verlaufen, das wissen wir, aber typischerweise hält sich der Markt dran. Aber es gibt einen anderen Kollegen, bei dem das durchaus zutreffen könnte und das ist der FTSE 100. Das ist quasi der Index aus London. Denn da haben wir eine Situation nach dem Corona-Tief. Ich mache mal diesen Pfeil nochmal weg. Schub hier nach oben. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Schub. Das kann auch ohne weiteres irgendwie was nur Dreiwelliges sein. Das halte ich hier für fast relevanter jetzt aus charttechnischer Sicht. Das wird nachher nochmal interessant von der Überlegung. Aber egal, wie wir das auffassen, das Teilstück, was wir hier haben, sieht nun extrem korrektiv aus. Und jetzt würde sich hier eine Möglichkeit bieten, nämlich die Juli-Zwischenhochs hier, die würden ungefähr wo sind wir, 6.300, ganz grob gesprochen, eigentlich einen perfekten Trigger hier für die Aufwärtsseite bieten. Ob die je getriggert werden, wissen wir noch nicht. Es ist natürlich denkbar, dass es auch noch vorher nach unten geht, der Gesamtmarkt fällt und so weiter. Warum dann nicht der FTSE auch noch? Aber wenn diese Marke getriggert wird, hätte dieser Markt die besten Chancen, das, was wir hier vorne nochmal haben,
hier hinten fortzusetzen und das möglicherweise tatsächlich im buchstäblichen Sinne auch nur diese Dreiwelligkeit. Das muss jetzt nicht ganz so steil sein. Klassisch wäre es sogar eher, dass der Markt dann hier ein bisschen an Drive verliert, vielleicht dann so läuft. Natürlich nicht so kantig, wie ich es jetzt hier an der Kante hier gezeichnet habe, aber ihr könnt euch das vorstellen in etwa. Das wäre nicht so untypisch. Ziele dafür wären, naja, sind wir mal da ein bisschen großzügig unterwegs, gucken wir mal uns diese Bewegung so ungefähr so in dieser Form an, ein bisschen flacher werdend hier, dann sehen wir, dass der Kurs dann 7.000, 7.200, vielleicht auch 7.500 noch erreichen kann, aber wir sehen auch, okay, für neue All-Time-Highs, das könnte knapp werden. Aber das ist noch nicht gesagt. Auf jeden Fall hätten wir hier ein gewisses Potenzial, dass der Markt hier jetzt die Aufwärtsrichtung tatsächlich dann nochmal startet, wenn diese Juli-Zwischenhochs hier durchstoßen werden. Der Rücksetzer war hinreichend groß zumindest mal. Wie nachhaltig ist das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund der UK oder der britischen Wirtschaft aktuell, denn ich glaube, dass der Brexit eher nachteilig sich auswirken wird und da das ein oder andere Unternehmen noch auf den Popo fallen wird. Wir wissen, dass vieles natürlich in London finanzmarktmäßig ist. Wir wissen aber auch, dass viele, viele dort jetzt im Moment auf dem Weg eben sind, das Land zu verlassen oder das Land schon verlassen haben, weil sie eben wissen, ja, wir werden wohl früher oder später nach Frankfurt oder vielleicht nach Paris oder vielleicht wo auch immer hin in einen Standort nach Europa, also in die EU kommen müssen, weil von dort eben die Geschäfte weitergemacht werden und nicht eben von UK. Ich hatte mich vor ein paar Tagen dann noch mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, im Moment ist es ziemlich bitter, was man da sieht, auch was die Preise angeht. Es ist dort Flucht im Prinzip aus London, das heißt die ganzen sehr, sehr teuren Immobilien, häufig ja sogar nicht wirklich luxuriös ausgestattet. Man zahlt schon eine Unsumme an Geld für ein sehr einfach ausgestattetes Haus, die mehr und mehr eben dort leer stehen werden. Und das wird sich sicherlich dann auch sich auf die Wirtschaft oder die wirtschaftliche Lage in London und damit dann eben auch in UK dann ebenfalls dann auswirken. Insofern bin ich fundamental noch gar nicht der riesige Freund davon, hier auf die britische Kiste zu setzen. Allerdings charttechnisch wäre das zumindest mal vorläufig erst noch mal etwas, was ich mir vorstellen könnte, wenn, wie gesagt, diese Marke dann nach oben durchstoßen wird. So, das können wir mal so im Hinterkopf lassen als eine Idee. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, blicken wir noch mal einmal abschließend auf den Nasdaq und dann machen wir auch Schluss hier an dieser Stelle. Der hat es offensichtlich, der hat die Faxen dicke, er ist im Moment ganz klar auf der Abwärtsseite stark unterwegs, hatte dann hier mal so ein bisschen einen lichten Moment, am Ende sogar eher korrektiv, wenn man genau hinguckt hier. Und alle Hoffnung ruht jetzt auf dem, was wir hier jetzt haben. Wenn wir uns das hier im Nahkampfchart angucken, Schub nach oben, wenn der wackelig runterkäme, würden viele sicherlich in die Hände klatschen und sagen, oh Gott sei Dank, wir haben eine Chance nach oben. Aber wehe, der fängt hier nach diesem Ding wieder an, steil nach unten zu gehen, so wie nach dieser Bewegung jetzt hier ebenfalls. Dann ist das Pustekuchen, vorläufig zumindest mal jetzt hier mit der Long-Seite. So, also in diesem Sinne mal meine Einschätzung zu den aktuellen Indizes. Euch allen alles Gute, toi 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 und bis zum nächsten Mal.